Ha, Lilo, heute ein ganz, ganz kurzer Tipp. Einer der Zuschauer hatte mich gefragt, ob es nicht möglich wäre, dass, wenn man in der Tastatur was eingibt, dass dann so ein Tastenton kommt wie bei einer Schreibmaschine. Gut, zuerst habe ich gesagt, blöde Spielerei, aber dann bei der Suche im Netz habe ich dann auch gefunden, dass einige Leute mit Sehbehinderung das gerne hätten, ne? Also wenn die nicht so gut sehen. Dann hätten die gerne Tastenanschläge und habe ich gefunden, PyTyping. Findet ihr auf code.google.com. PyTyping. Da gibt es unter Downloads den PyTyping Beta. Ne? Da ist eine .hg-ZIP-Datei. Haben wir die runtergeladen? Landet die in unserem Download-Ordner. Hier habe ich das mal in Nautilus gemacht. Dann habt ihr diese .hg-ZIP-Datei. Geht ihr auf Entpacken, bekommt diesen Ordner PyTyping, in den das entsprechende Typing Python Skript ist und der Sound dieses klappernden Tastaturdingenskirchens. Gut, jetzt habe ich mein Terminal geöffnet und da gebt ihr dieses dann ein. Geht vielleicht auch ein bisschen anders. Also hiermit wechsle ich mein Home Download in den Ordner PyTyping, den ich da entpackt habe. Dann kommt der nächste Befehl, Python Typing Py, und das Unzeichen am Ende bedeutet, ich kann weiterhin hier im Terminal arbeiten. Und wenn ich dann drücke, ich weiß nicht, ob ihr das hört, macht's Geräusche. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.